Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen asiatisch angehauchten Salat mit Räucherlachs, Avocado und einem richtig guten Sesamdressing. Mich persönlich hat dieser Salat einfach vom Hocker gehauen und ich bin mir sicher, er wird euch auch begeistern. Wie ihr ihn macht und was alles reinkommt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich zeige euch erstmal, was ihr alles an Zutaten braucht für dieses Rezept. Und zwar habe ich hier rumliegen einen schönen Blattsalat, beziehungsweise bei mir ist es so eine Mischung aus drei verschiedenen. Ihr könnt auch diese abgepackten Salate kaufen, wo es mehrere drin gibt, bietet sich hier ganz an. Oder ihr nehmt einfach einen und schnippelt den kleinen, völlig egal. So, außerdem Räucherlachs, 100 Gramm, zwei Frühlingszwiebeln, eine Avocado, eine Viertel Gurke, außerdem ein bisschen Tahin, das ist eine Sesampaste. Und dann für das Dressing brauchen wir 80 Gramm Joghurt, ein bisschen Zitronensaft, eine Knoblauchzehe, etwas Sesam, ein kleines bisschen Zucker und Sojasauce. Und da merkt ihr, es wird so leicht asiatisch. Als erstes werde ich den Salat erstmal gründlich waschen, um ihn von der restlichen Erde zu befreien. Ich sage es eigentlich in jedem meiner Salatvideos, aber es ist enorm wichtig, dass euer Salat richtig abgetrocknet ist. Denn dadurch bleibt das Dressing besser am Salat haften und es macht tatsächlich einen riesigen Unterschied, ob eben noch Wasser am Salat ist oder nicht. Der Salat kommt erstmal an die Seite und jetzt wird ganz viel geschnippelt, denn wir werden die Frühlingszwiebeln in kleine feine Ringe einteilen. Wir werden die Avocado halbieren, den Kern entfernen und dann auch in kleine Stücke einteilen. Die Gurke wird in Halbringe geschnitten, der Lachs wird so in längliche Streifen geschnitten und dann natürlich der Salat, der wird auch noch ein bisschen zerkleinert. Den Salat gebe ich dann schon mal in eine Schüssel, genauso wie die Gurke und die Frühlingszwiebel. Und bei der Avocado könnt ihr euch entscheiden, ob ihr sie mit reingebt oder noch damit wartet. Denn bei reifer Avocado, die richtig schön weich ist, da ist natürlich immer die Gefahr, dass das Ganze dann so ein bisschen zermatscht und sie sich so ein bisschen verliert in dem Salat. Ich werde es so machen, dass ich eine Hälfte von der Avocado jetzt schon reingebe und die andere Hälfte, die werde ich dann gleich frisch über den Salat geben, so ein bisschen als Deko. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Schalotte statt der Frühlingszwiebel nehmen. Eine richtige Zwiebel würde ich aber nicht nehmen, weil die dann zu stark im Geschmack ist und die anderen ganzen Geschmäcker so ein bisschen übertönt. Und als nächstes kümmere ich mich um das Dressing und dafür werde ich erstmal eine kleine Knoblauchzehe hacken. Ihr könnt den Knoblauch auch direkt pressen, aber ich persönlich habe keine gute Presse und deswegen benutze ich immer eine andere Technik. Und zwar würfelt man dafür erstmal den Knoblauch relativ klein, dann nimmt man ein bisschen Salz und streut es darüber. Und jetzt ziehe ich mit dem Messer so über den Knoblauch und das Salz, was wir da gerade drüber gegeben haben, das sorgt so ein bisschen dafür, dass der jetzt richtig gerieben wird. Ihr kennt vielleicht so Schleifpapier und den gleichen Effekt, den hat das Salz hier beim Knoblauch. Und dadurch werden die ganzen Säfte gelockert und ihr könnt ja mal davor dran riechen und nachdem ihr den dann so zerdrückt habt, und das ist ein ganz anderes Aroma. Denn da werden jetzt die ganzen Säfte vom Knoblauch freigesetzt und da ist das wirkliche, der wirkliche Geschmack drin. Den Knoblauch gebe ich jetzt schon mal in eine Schüssel für unser Dressing. Und da kommt als nächstes dann der Joghurt mit hinzu, 80 Gramm Joghurt. Außerdem ein Esslöffel Sojasauce. Die ganzen Mengen, die findet ihr wie immer auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Dann kommt ordentlich Sesam rein. Ich kann es gerade in Gramm schwer abschätzen, wahrscheinlich so 10 Gramm ungefähr. Ein bisschen was lasse ich mir noch übrig für die Deko. Und ein Teelöffel Zucker kommt auch noch mit hinzu. Der gleicht so ein bisschen die Säure von dem Joghurt aus. Dann noch ein guter Spritzer Zitronensaft. Und dann kommt noch unsere Geheimzutat mit dazu, und zwar Tahini oder auch Tahin genannt. Das ist eine Sesampaste, die es mittlerweile in den meisten Supermärkten gibt. Davon gebe ich so 1 bis 2 Esslöffel mit rein. Je nachdem, wie stark ihr diesen Sesamgeschmack drin haben wollt im Dressing, aber ich gebe lieber so 2 Esslöffel rein. Das wird vermischt mit unserem Dressing und dann auf jeden Fall mal das Dressing probieren. Und beim Dressing ist es so, es sollte immer so ein bisschen over the top schmecken. Es sollte ein bisschen zu salzig sein, sollte ein bisschen zu bam einfach schmecken. Was für eine Beschreibung. Auf jeden Fall fehlt mir da noch ein bisschen Salz, von daher salze ich das Ganze jetzt auch noch. Und eine Prise Pfeffer kann da auch noch ran. Vom Lachs gebe ich jetzt schon mal die Hälfte in den Salat mit rein und die andere Hälfte kommt dann gleich noch frisch drüber. Das auch noch mal gut mit der Hand durchmischen. Und jetzt kommt auch das Dressing rein. Ein kleines bisschen hebe ich mir wieder auf für die Deko, denn es ist ganz schön, wenn man da noch ein bisschen frisch was drüber macht. Und dieser Salat, der macht jetzt nicht nur optisch richtig was her, sondern der schmeckt auch fantastisch. Ich habe ihn mir vor einer Woche erst gemacht und ich freue mich schon wieder drauf, diesen Teller jetzt verputzen zu dürfen. Hier findet ihr übrigens noch mehr Salatvideos in der Salat-Playlist oder da unten gibt es noch ein weiteres Video von meinem Kanal. Viel Spaß auf jeden Fall beim Ansehen und natürlich beim Nachmachen von diesem wunderbaren Salat. Begeistert euch, begeistert andere und bis zum nächsten Mal.